soweit gar nicht. Ja, während einer solchen Gedenkminute strömen Unmengen von Erinnerungen in meinem Kopf und im Bewusstsein vorbei. Ich denke an die vielen Freunde, die ich dort verloren habe, ganz zu schweigen. Mein Vater, der in Theresienstadt gekommen ist. Mein Bruder, der in irgendeinem Bergwerk in der Nähe von Auschwitz zugrunde gegangen ist. Und vor allem meine Mutter, die direkt von Theresienstadt gekommen, direkt in Auschwitz ins Gas, in die Gaskammer gekommen ist. Das wiederholen, was ich einmal in einem Buch über die KZ-Erlebnisse geschrieben habe. Die Besten unter uns sind nicht zurückgekommen. Sie waren durch ihren Altruismus, durch ihre Menschlichkeit, ich muss schon sagen, gehandicapt, der Selbstbewahrung und der Präservation ihres Lebens. Sie haben sich mehr für die anderen, für die Kranken, für die Freunde, für die Kameraden interessiert und für sie etwas zu tun versucht. Mehr als für sich selbst sind die Opfer gewesen, die eigentlichen Opfer. Die Besten unter uns sind nicht zurückgekommen. Ja, sie gehören zu denen, die haben mit dem Sinn des Lebens durch die KZ-Lager-Erlebnis verloren. Wem verdanken Sie das? Sie haben diesen Sinn des Lebens bewahrt. Schauen Sie, es ist schon so, ich muss es zugeben, dass, ich möchte nicht sagen die meisten, aber viele von meinen Kameraden gerade im Konzentrationslager zu ihren Gunsten, denn das hat sie gerettet, nur an sich gedacht haben, letzten Endes. Also um jeden Preis mit dem Leben davon zu kommen, versucht haben, was denn hätten sie tun sollen. Das ist doch absolut menschlich. Aber es hat doch welche gegeben, die durch die zwischen den Baracken, durch diese Lagerstraßen gegangen sind und da und dort ihr letztes Stückchen Brot noch aus der Tasche gezogen haben und jemandem gegeben haben, einen Freund, einem anderen. Oder die ein gutes Wort, ein aufmunterndes, ein ermutigendes Wort übrig gehabt haben für einen Kameraden, der nahe der Verzweiflung war. Ich habe das selbst einmal erlebt, wie ich schon ganz verzweifelt war und nicht irgendwie einfach mich dem Pessimismus hingegeben habe, sondern ganz objektiv gesagt habe, jetzt besteht wohl kaum eine Aussicht zu überleben. Und ein anderer Freund, ein Freund, ein Bekannter, ein Kamerad im Lager, der war es, der mich mit ein paar Worten aufgerichtet hat. Mit ein paar Worten. Das genügt in so einer Grenzsituation, verstehen Sie mich? Der ist leider vor ein paar Jahren schon verstorben. Er war ein Schauspieler dann geworden in München. Im Lager habe ich ihn kennengelernt. Und das ist halt das Wesentliche, was ein Wort ausrichten kann, was ein Wort bewegen kann, ist unglaublich. In solchen Situationen, das waren die Schlüsselerlebnisse, wisst ihr. Ein Wort konnte entscheiden, über aufgeben oder durchhalten, in einem kritischen Punkt, in einem kritischen Zeitpunkt. Ein Wort konnte entscheiden, über Tod oder Leben. Also ein Wort könnte man es bezeichnen als eine menschliche Beziehung, die durch das Wort entstanden ist. Ja, eine menschliche Beziehung, die sich konzentriert ausgedrückt hat in dem einen Wort, im rechten Augenblick, verstehen Sie? Und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel im Lager Kaufering in Bayern, also das war schon nach Auschwitz, von Auschwitz bin ich nach Bayern gekommen, dass ich jeden Tag, wenn wir um 6 Uhr früh die verschneiten Felder gestafft sind in offenen Schuhen, weil wegen der Hungerödeme kein Platz mehr da war, Schuhe zu schließen, beziehungsweise keine Schuhfetzen da waren, um die Schuhe warm zu halten.
also nackte Füße auf den Schuhen im Schnee. Und sind da gegangen und immer wieder ein SS-Mann hat dann mit dem Gewehrkolben angefeuert, sozusagen rascher zu gehen und nicht hinterher zu hinken. Da stolpern wir über diese verschneiten Felder. Und jemand sagt da irgendein Wort, nicht nur der Verzweiflung. Und man kann ihm zuflüstern, sodass die SS es nicht bemerkt. Zuflüstern, ein Wort der Ermunterung, der Ermutigung, der Aufrichtung. Alles hängt von einem Wort oft ab. Aber hinter diesem Wort, wie Sie genau richtig sagen, hinter diesem Wort verbirgt sich natürlich eine kondensierte Menschlichkeit, die wie ein Zündfunken bewegt auf einmal durch ein sich aufrichten und mit dem Blick gegen den Himmel zu sagen, hilf mir, dass ich durchhalte. Aber wenn nicht, dann füge ich mich in mein Schicksal. Verstehen Sie? Ja, danke schön. Я же не чувствую, что знаю, что...